dass ich in dem Sinne immer das schwarze Schaf in der Familie war, als dass ich an Gott geglaubt habe und als dass ich meinen Glauben in irgendeiner Form auch verfolgt habe, dass ich Therapie gemacht habe, ganz viel, dass ich mich mit all diesen Dingen auseinandergesetzt habe, dass ich mich mit meinem Unterbewusstsein auseinandergesetzt habe, dass ich diese Dinge angesprochen habe. Dadurch war ich das schwarze Schaf in der Familie, weil ich die einzige war in der Familie, die Therapie gemacht hat. Und deswegen bin ich die Irre gewesen. Ich war die Irre. Guten Morgen. Wer morgens zerknittert ist, hat tagsüber viele Entfaltungsmöglichkeiten. Bei mir ist es heute noch nicht so weit her mit der Entfaltung. Ich bin noch beim Kaffee. Ich will ja mehr üben, mich impulsmäßig vor die Kamera zu setzen, weil das irgendwie besser zu mir passt, als mich jetzt lange auf irgendeinen Vortrag vorzubereiten, weil ich habe das ja schon oft gesagt, ich sehe mich nicht als eine Wissensvermittlerin, sondern als eine Inspirateurin, die einfach ihre Gefühle, Gedanken mitteilt. Und ja, damit vielleicht den einen oder anderen Anstoß gibt. Ja, das eine oder andere triggert vielleicht und ruft eine Abwehr hervor oder da sieht man das ganz anders oder man sieht es ähnlich und kann den Faden weiterspinnen. Oder es öffnen sich halt bestimmte Türen, wo man mal so, ja, ganz neue Empfindungs-, ganz neue Gedankenräume betreten kann. Ich hoffe, ihr hört das Gequietsche im Hintergrund nicht. Das ist meine Hündin, die versucht einzuschlafen und vorher noch an ihrem Spielzeug rumkauen muss. Das muss sie immer machen, um sich so ein bisschen runterzuholen. Die ist ja noch jung, ist ja immer noch ein Kind. Ja, gleichzeitig habe ich gestern für mich schon festgestellt, dass ich wohl über kurz oder lang diesen Kanal hier auf Eis legen werde. Das heißt, YouTube nicht weiter füttern möchte mit meinen Inhalten. Das zeichnet sich so ab. Ich bin auch von Facebook weg und oh, das ist echt toll. Ich habe da lange einen Account geführt und dadurch habe ich da natürlich auch mega viel drauf, habe auch verschiedene Seiten dort gehabt und so. Und ja, das kann ich nicht einfach so löschen. Da sind viele Sachen, so auch irgendwelche Fotos oder so, die ich. Wo ich gar nicht weiß, ob ich die jetzt auch noch mal habe oder so. Also das heißt, ich muss mich irgendwann mal an die Arbeit machen, diesen Facebook-Account, also mir das anzugucken, bestimmte Sachen da runterzuholen, um dann den Account zu löschen. Aber ich habe ihn erstmal deaktiviert. Dann habe ich auch die Instagram-App gelöscht, so, weil ich einfach mitkriege, dass bestimmte, und das ist gerade dieses Metaverse, merke ich so, ne? Das ist so Facebook, das ist Instagram und das ist WhatsApp, was mich mega stresst, wo ich auch immer merke, dass ich damit mit diesen Suchtenergien so total krass in Berührung komme. Ne? Ja, gut, TikTok gehört jetzt nicht zum Metaverse, ne? Finde ich aber auch ganz gruselig. Hatte ich mal kurz mir installiert und sofort wieder weg damit, weil ich gemerkt habe, das ist ja die absolute Hölle. Das zieht einen ja extrem rein, so, ne? Es ist echt Wahnsinn, dass unsere Kinder damit so konfrontiert sind, ne? Dass das also deren soziales, so, sogenanntes soziales, ich weiß nicht, was daran sozial sein soll, aber Medium ist. Irre. Also TikTok finde ich wirklich richtig, richtig Hölle, so, ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe diese, also WhatsApp nutze ich, aber ich merke immer, ich bin damit nicht so ganz zufrieden. Ich merke, dass mir andere Messenger. Dass mir da wohler ist, dass da nicht so krasse Suchtenergien sind, nicht so krasse, also sind echt meine Empfindungen dazu, ne? Ich habe auch das Gefühl, auf WhatsApp gibt es viel so wie künstlich erzeugte, aufgebauschte Emotionen. Und wenn, weiß nicht, hattest du schon mal einen WhatsApp-Streit? Also ich hatte schon öfter mal einen Streit auf WhatsApp, was dann irgendwie in Blockieren endete oder sonst irgendwas. Also ganz schrecklich eigentlich, ja, was WhatsApp so anrichtet, diese Kommunikation auch auf WhatsApp. Wahnsinn. So, also da finde ich bestimmte andere Messenger sehr viel ruhiger, weil die nicht so krass die Emotionen pushen. Ne? Genau, also da gibt es ja, was weiß ich, Telegram oder Signal oder irgendwie, oder einfach nur eine SMS, finde ich, da ist das
irgendwie so gut wie gar nicht vorhanden, also kaum spürbar. Wobei, als das alles anfing mit den Handys und so, da gab es dann auch mal SMS-Streit und SMS-Trennung oder so. Das war dann wahrscheinlich so Vorstufe und heute empfindet man das gar nicht mehr so, ne? Ich meine, das waren ja auch so Vorstufen, wo wir dann, weiß nicht, zu DDR-Zeiten hatten wir einfach gar kein Telefon. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das damals gemacht haben. Wie haben wir uns denn überhaupt verabredet? Ich kann mich daran nicht erinnern. Wir hatten an der Tür immer so Kassenrollen zu hängen und da steckte dann immer so ein Bleistift drin, ne? Da ist ja so, da war dann sozusagen durch die Mitte war so ein Faden gezogen, das hing dann an so einem Nagel und da steckte so ein Bleistift drin. Und wenn man jemanden besucht hat und der war nicht da, dann hat man da eine Nachricht hinterlassen. Das war ganz häufig irgendwie, erinnere ich mich, hing sowas an Türen, irgendwie eine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, Zettel zu hinterlassen. Aber Telefon hatte ja kaum jemand. Also anrufen konnten wir uns ja nicht so richtig, ne? Selbst wenn zu DDR-Zeiten irgendwie eine Familie ein Telefon hatte, weil der Vater bei der Stasi gearbeitet hat oder bei der NVA oder so. Wen konnten die denn anrufen? Ja, waren ja nicht viele Leute, die auch ein Telefon hatten. So. Naja, und dann kam überhaupt die Möglichkeit, ein Telefon zu haben. Und das war ja schon mal krass, Anrufbeantworter. Und dann kam die Sache mit den Handys. Genau, und das hat sich ja jetzt immer mehr gesteigert. Und damit ja auch diese Belastung von dieser Verfügbarkeit. Und ich weiß noch, wie krass das war, als es eben dann die Handys gab und man sich gewundert hat, wenn Leute auf der Straße gesprochen haben, wie fremd das war, wie man so dachte, so, wieso telefonieren die auf der Straße? Oder, ne, wo das jeder hören kann. Und heute machen wir es alle, oder wenige machen es irgendwie nicht. Und ja, naja, wie auch immer. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mir überlegt habe, auch von YouTube zu verschwinden, über kurz oder lang. Im Moment habe ich noch so ein paar Inspirationen für ein paar Videos, die ich gern machen möchte. Und ich möchte sie halt einfach gern machen. Warum auch immer, muss ich ja auch nicht mal von mir selbst begründen. Das ist einfach, ich folge da einfach so dem. Ja, dass ich da Lust drauf habe und wofür auch immer das gut ist, so, ne? Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch nicht so eine große Reichweite und bin eigentlich auch ganz froh drüber, so, weil dadurch mir auch ja ein bisschen Shitstorm erspart bleibt oder so, ne? Was Leute haben, die eine größere Reichweite haben. Ich denke mal, dass meine Themenfelder auch so unübersichtlich sind, dass das halt, ja, oder so teilweise meine Contents eben nicht so auf Erfolg getrimmt sind. Also ich gucke ja auch nicht, wie oft mache ich was oder so, damit ich irgendwie erfolgreich auf YouTube bin und wie poste ich wann oder so, sondern darum kümmere ich mich halt nicht. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht erfolgsorientiert, es ist überhaupt nicht daran orientiert, wie viele Klicks habe ich, wie viele Follower habe ich oder so. Es ist halt einfach irgendwie so, weil es mir Laune macht. Ich habe schon als Kind gerne Fernsehen gespielt. Ich habe dann so einen Pappkarton habe ich ausgeschnitten. Also da habe ich so ein Fenster reingeschnitten, dann habe ich das irgendwie angemalt, dann habe ich mich dahinter gesetzt und habe Fernsehen gespielt. Und meine Familienmitglieder erinnern sich da vielleicht noch dran, dass ich dann Nachrichten vorgetragen habe, Fernsehprogramm vorgetragen habe, bin dann damit in die Küche, wo dann die Großen saßen und hab ihnen halt Fernsehprogramm vorgespielt. Und vielleicht ist das, ne? Also für mich geht es ja in meiner Heilung auch vor allen Dingen darum, wieder zu spielen. Das ist für mich ein ganz großer Punkt, mir dieses Spielen zu erlauben, mir ein Stück gesunde Kindheit zu erlauben, jetzt ja, diese kindliche Freude, dieses Einfachspielen, dieses nicht nach dem Sinn fragen. Und mein YouTube-Kanal ist halt ein Aspekt davon, dass ich mir hier irgendwie dieses Spielfeld eröffnet habe, diesen Spielraum. Und merke aber, es geht so langsam in die Richtung, dass ich den Kanal wahrscheinlich auf Eis legen werde. So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden. Meine Tochter ist nach Hause gekommen. Die Hunde haben Krach gemacht. Meine Tochter geht hier auch gleich nochmal durch den Raum. Dann muss ich nochmal unterbrechen. Und ich habe auch den Faden verloren gerade, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber ich gesprochen habe. Ich glaube, ich habe darüber gesprochen, dass ich mir überlegt habe von YouTube dann auch zu verschwinden, nachdem ich jetzt bestimmte andere Sachen schon für mich gelöscht habe und merke, dass es eine immense Erleichterung bringt. Also alleine schon also es ist ganz ulkig, ne, so, weil bestimmte Gewohnheiten dadurch ja dann wegfallen. Also wie jetzt zum Beispiel auf die Instagram-App zu klicken und zu gucken, was los ist und darum zu scrollen. Das fällt ja jetzt flach, weil ich habe ja die App nicht mehr. Das ist dann manchmal nehme ich so mein Handy in die Hand und denke so, oh.
leg's dann halt wieder weg, so, was soll ich? So, und YouTube ist aber natürlich noch ein krasses Ding, so, weil ich gehe auch viel auf YouTube, und ja, weiß eigentlich gar nicht, also habe gar kein Ziel, was will ich mir denn, ich meine, wenn man jetzt wirklich mal was wissen will und man guckt zu bestimmten Themen, aber auch dieses Durchforsten von Kanälen, die zu bestimmten Themen was machen, das ist ja dann auch sehr zeitaufwendig und so weiter. Jedenfalls ist YouTube schon auch noch ein krasses Suchtmittel bei mir. Und ich merke auch, dass es halt auch eine Suchttendenz hat, wenn ich jetzt selber Content hier mache und dann eben gucke, wie kommt es an, was gibt es für Kommentare, oder wenn ich eben Angst habe, also ich habe ja auch Ängste, wenn ich bestimmte Sachen hier sage, wo ich denke, oh, jetzt erklären mich die Leute vielleicht für verrückt. Das ist eigentlich auch das, warum ich mich heute hier hinsetze. Darum soll es mich gehen. Diese Angst davor, dass andere einen für verrückt halten. Also diese Form von Ausschluss. Genau. Also ich merke, dass ich dann auch viel mit solchen Ängsten konfrontiert bin, wenn ich hier meinen wahrhaftigen Content rausgebe und mich auch nicht verstelle oder auch nichts. Jetzt halt nicht gucke, was kommt jetzt an, was ist schick, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, so dieses Ganze. Und weiß ich auch nicht, irgendwie passt das ja auch nicht so gut mit meinen Tendenzen zum Schwurbeln, passe ich ja eigentlich auch nicht so richtig überhaupt in das YouTube-Feld rein. Viele sind ja da auch auf alternativen Plattformen und so. Bei mir wird es so sein, ich werde das dann aber zu gegebener Zeit, also wenn ich jetzt wirklich dann das Gefühl habe, so, jetzt habe ich mein letztes Video gemacht, dann sage ich noch mal Bescheid. Ich bin gerade dabei mit im Boot sozusagen bei Oliver Schindler, der Initiator, Inhaber sozusagen von Radio Berliner Morgenröte, der ja jetzt ein größeres Medium aufbaut, das Menschlich-Werte-Medien heißt. Genau, und da möchte ich dann auch meinen Schwerpunkt hin verlagern, und das ist dann vielleicht einfach ein guter Moment zu wechseln, und dann wisst ihr auch, wo ihr meine Beiträge hören könnt. Ich habe da auch schon konkret ein bisschen was vor, aber da sage ich euch dann nochmal Bescheid, wenn ich hier auf YouTube verschwinde. Und genau, dann könnt ihr ja gerne auch mal schauen, was ich dann auf Menschlich-Werte-Medien so produziere. Es wird auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon, was mit Weiblichkeit zu tun haben. Ich werde auch Interviews führen mit Frauen. Es soll um weibliches Wirtschaften gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Format nenne. Vielleicht Weiberwirtschaft oder so. Genau. Und das wird so mein Schwerpunkt jetzt erstmal bei Menschlich-Werte-Medien werden. Und mal sehen, was dann noch so dazu kommt. Also wenn ich dann jetzt hier YouTube für mich ausschalte, dann wird ja auch wieder Kapazität frei, um auch bestimmte andere Themen dann vielleicht dorthin zu verlagern. Heute wollte ich eigentlich hier nur mal einen kurzen Impuls lassen, habe jetzt aber irgendwie doch ziemlich viel schon über anderes gesprochen. Also über mich selber und meine Vorhaben. Heute wollte ich eigentlich einen Impuls hier lassen, wo es darum geht, wenn du auf dem Heilungsweg bist, wenn du, man sagt ja heutzutage, authentisch wirst. Ich finde es ja schöner zu sagen, wenn du echt wirst, wenn du du selbst ja bist, musst du ja nicht werden, musst du ja nur sein. Also das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Also in der Coaching-Szene oder so heißt es eben oft, du kannst sein, wer du willst, und wer willst du denn sein? Und dann sollst du irgendwie dahingehend Visionen haben, wer du sein willst, wie du dich sehen willst, und das dann manifestieren, wo ich immer denke, ja, wie, wer will ich sein? Na, ich selber. Ich bin doch schon, ich bin doch schon. Und von meinem Gefühl her und meiner Erfahrung her, auch auf meinem Heilungsweg, geht es eher darum, mich von dem zu befreien, was eben nicht meins ist, was Fremdbeeinflussungen sind, was irgendwelche Konstrukte sind, ne? Also die durch Erziehung und Prägung und so weiter ich angenommen habe, wo es eben um diese Anpassung ging, ne? Sich an die Gesellschaft möglichst anzupassen, möglichst nicht blöd aufzufallen, weil man ja eben sonst mit Ausschluss konfrontiert ist. Das haben ja viele von uns eben auch erfahren in den letzten Jahren, ne? Was das bedeutet, der gesellschaftliche Ausschluss, die gesellschaftliche Ächtung. Damit sind wir ja konfrontiert gewesen,
für mich und viele andere ja auch heute auch immer noch ein Thema, was noch nicht aufgearbeitet wurde in unserer Gesellschaft, wo viele nichts mehr von hören wollen. Ja, genau. Aber was einfach auch noch Nachwirkungen hat, auf jeden Fall in den Menschen, die diskriminiert und ausgeschlossen und geächtet wurden. Ja, aber dazu vielleicht später nochmal. Ich wollte ja jetzt eigentlich dahin, genau, dass für mich ist das so, ne, wir haben ja unser Selbst und wir kommen ja so auf die Welt, ganz frei, ganz als wir selbst, ganz unschuldig und verletzlich. Ja, und wir werden dann eben geprägt, so, ne? Und dann baut sich sozusagen wie so das Ego auf. Also um es mal jetzt so ganz, um es jetzt mal so ganz einfach zu sagen, baut sich das Ego auf durch diese ganzen Anpassungsstrategien und so weiter. Und je nachdem, wie viel Ego sich dann so aufgebaut hat, funktionieren wir dann gut in dieser Gesellschaft oder eben nicht. Also je mehr Ego wir aufgebaut haben, umso besser können wir uns in diese Gesellschaft anpassen, umso weniger wir unser eigenes Selbst noch spüren, umso besser sind wir fähig, uns in diese Gesellschaft hineinzufügen. Und wenn wir heilen wollen, geht es eben, wie gesagt, meiner Erfahrung nach darum, sich von dem zu lösen, das abfallen zu lassen, was nicht ich bin, was nicht meinem Selbst entspricht und ja, mich wieder mit meinem Selbst zu besetzen, also die Fremdbesetzung, mich von den Fremdbesetzungen zu befreien, mich von den Fremdbesetzungen zu reinigen und mich wieder ganz in mich selbst hineinzuatmen. Ich arbeite mit Menschen, die zu mir kommen oder auch in Gruppen oder auch eben natürlich für mich selbst mit einer sehr einfachen Form der Meditation, in der ich mich sozusagen mit mir selbst besetzen kann, mit meiner eigenen Frequenz. Und da bin ich von Lumira inspiriert, also ursprünglich habe ich diese Anregung von Lumira und habe das natürlich für mich dann auch noch weiterentwickelt. Und da geht es einfach darum, wirklich über den Atem in den Körper hineinzuatmen. Und vor allen Dingen geht es auch um den Herzbereich, also den Herzbereich zu aktivieren, über den Atem in unserem Herzen uns zu zentrieren. So, das ist ganz wichtig. Und eben sich bewusst zu machen beim Einatmen. Ich atme mich selbst in mich hinein und beim Ausatmen, ich gebe alles ab, was nicht meins ist. Und durch dieses ja, Licht einatmen im Prinzip, ja, also es hat auch ganz viel zu tun mit, also bei dieser Meditation geht es eben auch darum, sich ins Leuchten zu bringen, also durch den Atem auch dieses Herzlicht mehr zu aktivieren und wieder in die Kraft zu bringen. Also ich atme mich selbst in mich hinein, darüber dehnt sich mein Herzlicht aus und über diese Ausdehnung meines Herzlichts in mein Energiefeld hinein wird ganz natürlich alles verdrängt, was Schatten sind und was Fremdbeeinflussungen sind. Und das ist so eine ganz, ganz einfache Form von Meditation. Ja, ich glaube, dass ich die auch irgendwie mal aufgenommen haben müsste und hatte eigentlich auch mal Lust, die hier auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich die gerne mal für euch alle hier zur Verfügung stellen. Das ist so, so einfach. Und das ist einfach auch das, also und so einfach ist es im Prinzip auch. Auch wenn unser Heilungsweg ein längerer Prozess ist, weil wir eben, wenn wir uns befreien von dem, was nicht unseres ist, von dem, was eben ungute Anpassung ist, ungute Anpassung im Sinne von, wir müssen uns klein halten, um da reinzupassen. Es entspricht nicht unserem Wesen, es entspricht nicht unserer Frequenz, sondern wir müssen unsere Frequenz erniedrigen, um in etwas hineinzupassen. Und dadurch, ja, kommen wir dann auch in den Burnout und so weiter, an bestimmte mentale oder körperliche Erkrankungen natürlich rein, wenn wir dauerhaft unsere Energie erniedrigen müssen, um in irgendwelche Konstrukte hineinzupassen. Genau, also natürlich in diesen Prozessen, da müssen wir uns ja auch viel konfrontieren. Da kommt ja viel auch hoch an Trauma und so weiter, was dann einfach auch Zeit und Raum braucht, ne? Also Heilung braucht ja Zeit und Raum. Das, ich weiß auch nicht, ja, wenn du dich auf den Heilungsweg machst,
hast du wahrscheinlich dein Leben lang damit zu tun, so, ne? Genau. Ist eine Entscheidung, so. Und wenn du also immer mehr du selber wirst, dann bist du ja immer weniger dazu in der Lage, dich anzupassen, bist auch immer weniger bereit, dich anzupassen an die Gesellschaft und wirst dann also für verrückt gehalten. Das kennt man ja auch viel jetzt zum Beispiel in so Familienstrukturen, in so dysfunktionalen, toxischen Familienstruktur, in dem es ja auch diese Forderung gibt, diese unausgesprochene Forderung, pass dich jetzt hier in das System an und halt die Klappe. So. Und wenn du anfängst zu heilen, kannst du dich ja nicht mehr an das System anpassen und du kannst nicht mehr die Klappe halten. Du musst dich halt auseinandersetzen und willst dich vielleicht auch auseinandersetzen mit deiner Mutter, deinem Vater, deinen Geschwistern, was auch immer. Also meine Erfahrung ist eben, dass ich in dem Sinne immer das schwarze Schaf in der Familie war, als dass ich an Gott geglaubt habe und als dass ich meinen Glauben in irgendeiner Form auch verfolgt habe und dass ich eben diesen Heilungsweg gegangen bin, dass ich Therapie gemacht habe, ganz viel, dass ich mich mit all diesen Dingen auseinandergesetzt habe, dass ich mich mit meinem Unterbewusstsein auseinandergesetzt habe, dass ich diese Dinge angesprochen habe. Dadurch war ich das schwarze Schaf in der Familie, weil ich die einzige war in der Familie, die Therapie gemacht hat. Und deswegen bin ich die Irre gewesen. Ich war die Irre. Also die fanden das halt schon immer völlig verrückt, dass ich an Gott geglaubt habe. Das ist ja auch was, worüber ich gestern gesprochen habe in meinem verrückten Video, was ich da gemacht habe, wo ich auch totale Angst habe, ob mich da überhaupt irgendjemand versteht. Aber das ist halt meine Challenge, so, ne? Sichtbar zu werden, auch mit der Angst, dass mich keiner versteht, auch mit der Angst, für verrückt erklärt zu werden. Und ich glaube, das geht halt so vielen so, ne? Wenn wir damit konfrontiert worden sind, dass wir für verrückt gehalten werden, für irre gehalten werden, weil wir einfach heilen, weil wir einfach Therapie machen, weil wir uns einfach auseinandersetzen, weil wir einfach nicht die Klappe halten, weil wir einfach bestimmte Dinge ansprechen. Weil wir einfach wir selber sind, weil wir nicht mehr gut uns anpassen können, weil wir merken, wir können vielleicht nicht ganz normal, so wie das in dem System gefordert ist, einen 8-Stunden-Job abreißen. Das geht vielleicht nicht, ja, weil unsere Psyche da nicht mitmacht, ja. Also auf jeden Fall ist das meine Erfahrung, je mehr ich heile, also vor allen Dingen eben auch von Sucht heile und von Co-Abhängigkeit heile, also von diesen ganzen Abhängigkeiten heile, je freier ich werde, umso weniger bin ich kompatibel mit diesem System und überhaupt mit solcherlei Systemen, ne? Und die Systemlinge, sage ich mal, das ist jetzt irgendwie ein bisschen fies, dieser Begriff, aber mir fällt jetzt gerade auf die Schnelle nichts anderes ein. Also die Menschen, die eben in das System voll krass angepasst sind und oder sich ganz, ganz dolle bemühen, da gut reinzupassen, für die das das Wichtigste ist, in dieses System hineinzupassen, die finden das nicht gut, wenn Leute da rausgehen, weil das bringt halt alles durcheinander. Also wollen sie einen da wieder reinkriegen. Also die Gesellschaft will einen ja wieder reinkriegen in das System. So, ne? Und deswegen droht eben auch die gesellschaftliche Ächtung und der Ausschluss. Weil wenn die gesellschaftliche Ächtung und der Ausschluss droht, dann ist das ja sozusagen ja der größte Druck, den man ausüben kann auf einen Menschen, dass er sich eben anpassen soll. Und diese Angst, ich werde für verrückt gehalten. Die sitzt gerade in uns Frauen ganz doll tief. Das habe ich gestern auch angesprochen in dem Video, durch zum Beispiel eben die sogenannte Hexenverfolgung, was eigentlich eine Verfolgung von Frauen war, was die Unterdrückung von weiblicher Kraft war und auch, wie gesagt, im späteren Verlauf, dass Frauen, die sich nicht angepasst haben, eben ja, nicht versorgt waren, also in Armut leben mussten, von der Gesellschaft nicht mehr, also aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, aus Familien ausgeschlossen wurden,
in Psychiatrien gesperrt wurden und so weiter, ne? Und wir wissen ja, dass Frauen es früher nicht so leicht hatten, sich selbst zu versorgen, ne? Also meine Urgroßmutter, die hat diesen Ausschluss aus der Familie noch ganz dolle erlebt. Also meine Urgroßmutter kommt aus einer Pfarrersfamilie und sie hat damals einen Kommunisten geheiratet, also war eben auch selber Kommunistin und ja, ist dann eben aus der Familie ausgeschlossen worden, weil sie diesen Kommunisten geheiratet hat. Und genau, und sie hat dann natürlich auch erleben müssen, wie es ist, verfolgt zu sein im Naziregime und ist dann eben auch emigriert und so weiter, ne, mit ihren Kindern. Emigriert, die ganze Familie wurde auseinandergerissen und so weiter. Also das sind ja schon sehr, sehr traumatische Erfahrungen, die auch in mir natürlich noch nachwirken, also in den Nachfahrinnen, in den Nachfahren meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter und so weiter, wirkt ja die Erfahrung dieser gesellschaftlichen Ächtung und diese Todesangst ja auch noch nach. Also ja, wie nennt man das? Transgeneratives Trauma. Also das ist auf jeden Fall was. Ich hatte zum Beispiel früher viel Träume davon, dass Nazis in meine Wohnung kommen und alles kurz und klein schlagen und mich bedrohen, bis ich dann herausgefunden habe, dass das meiner Urgroßmutter halt tatsächlich passiert ist mit der Gestapo. Genau, und ich hatte diese Träume ja auch, da war ich schon Mutter, also eben auch diese Bedrohung als Mutter zu erleben, die Kinder nicht schützen zu können. Genau, meine Urgroßmutter war ja, als das passiert ist, auch Mutter gewesen, so, ne? Und das war ja ganz real. Und das hat sich so vererbt, dass ich davon geträumt habe, ohne dass ich davon wusste, ne? Dass das für mich eine ganz reale Angst war, die Nazi-Angst, ne? Es kommen Nazis, brechen bei mir in die Wohnung ein, hauen alles kurz und klein und bedrohen mich und meine Kinder mit dem Tode. So. Also diese Angst vor dem gesellschaftlichen Ausschluss, von der gesellschaftlichen Ächtung, die sitzt nun uns allen sehr begründet. Als auch eben sehr existenziell, ne, wenn wir, also das sind ja auch Urängste, wenn wir aus der Sippe ausgeschlossen werden. Genau. Aber da erzähle ich euch ja nichts Neues, das weiß ja jeder. Deswegen ist auch der Weg der Gesundung, der Weg der Heilung, der Weg der Genesung mit diesem Risiko stark verbunden, weil, also allein wenn du eine Psychotherapie machst, und da schreibst du ja schon sowas. Also ich habe es schon lange her, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe, aber ich weiß, dass ich da habe ich da so was gekriegt. Da standen genau auch so eine Sachen drauf, dass ich eben ganz viel verändern kann im Privatleben und so weiter, dass es zu Trennungen kommen kann und so. Und musste man dann unterschreiben oder musste ich dann unterschreiben, dass ich die Verantwortung dafür übernehme. Weil das ist eben einfach auch so, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten und das hochzuholen, was in dir da, was dich belastet und so weiter, dann führt das eben nicht nur zu Veränderungen deiner selbst, sondern eben auch zu einem Gewackel in dem System, in dem du lebst. Sei es eben das Familiensystem, sei es dein Freundeskreis, sei es eben auch im großen Zusammenhang die Gesellschaft. Und wenn wir dann von unseren Familienmitgliedern, Partnern, wie auch immer, als verrückt bezeichnet werden, während sie ja normal sind, weil sie leben ja das vorgegebene System und sie funktionieren gut, ja, und sie machen das. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn du aufhörst, Alkohol zu trinken, bist du halt die Verrückte und nicht die, die alle unhinterfragt in der Kneipe den ganzen Alkohol trinken, ne? Nicht die bewusst oder unbewusst Süchtigen sind die Verrückten oder die Kranken, sondern die, die damit aufhören, die, die aussteigen, die, die clean leben wollen, die, die klar sein wollen im Kopf, ja, die, die sich selbst spüren wollen. Das sind die Verrückten, ja, die, die wagen, sich nach außen zu zeigen in ihrer Individualität. Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft von Gleichmacherei, selbst in diesen heutigen Zeiten, wo ja irgendwie immer so vorgegeben wird, wir leben in einer so bunten Gesellschaft, wo alles sein darf und alles akzeptiert wird. Aber wenn man da genau hinguckt, ist es ja auch wieder
sehr vorgegeben, sehr vorgegeben, was in welcher Art und Weise du heutzutage verrückt sein darfst, ne? Was so crazy ist, was gesellschaftlich kompatibel crazy ist. Aber du selber, wirklich du selber sein, deine eigenen Gefühle haben, deine eigenen Ansichten zu haben, die vielleicht auch laut auszusprechen, und zwar nicht mit dem Anspruch, dass die anderen da jetzt alle mitgehen, sondern einfach nur, ich sehe es so. So sehe ich es. Du siehst es anders, ich sehe es so. Kommen wir damit klar, dass ich es so sehe und du siehst es so? Können wir damit leben so? In diesem System eher weniger. Also allein diese Debattenunkultur ist ja schon sowas wieder, ja, was einen wieder so in diese ganzen Abhängigkeiten reinzieht, ne? Also ich bin abhängig davon, dass du mich verstehst. Ich bin abhängig davon, dass wir Frieden miteinander haben und so weiter, ne? Ansonsten bin ich in meinen tiefsten Ängsten getriggert und dann komme ich gar nicht klar. Ja, also für mich schon dieses Hineinziehen in dieses ewige Debattieren und Argumentieren und so weiter, da fühlt sich doch keiner mit gut. Da hat doch keiner mit Frieden, oder? Also diese Streitsucht auch, diese Debattensucht, die zu nichts führt. Weil einfach so dieses grundsätzliche Ding, ich sehe es so und ich bin akzeptiert damit, wie ich das sehe, wie ich das fühle, das wird als kreativer Impuls der Wahrheit mit aufgenommen, sozusagen. Und das ist in Ordnung, das darf ich so sehen, das darf meine Wahrheit sehen und du darfst, das darf meine Wahrheit sein und du darfst das anders sehen und du darfst eine andere Wahrheit haben. Also das ist ja eher das, was uns in einen Frieden bringt, oder? Dass wir eben eher mit Menschen zu tun haben, wo das passend ist, als dass wir uns eben anpassen und einfügen und selbst unterdrücken müssen. Es ist ja schon viel gesagt worden in diese Richtung, nur noch nicht von jedem, dass wir hier eigentlich die Falschen behandeln. Also es werden die Menschen behandelt, die Symptome zeigen, die an dieser Gesellschaft erkranken, die wahnsinnig werden an diesem Schmerz und nicht die, die gut hineinpassen in dieses System. Und das hat ja auch der Psychoanalytiker Arno Gruen gesagt, die Normalen sind eigentlich die Verrückten, ja, weil es ist die sozusagen total gut in dieses System passen, die gehorsam sind. Also es hat er in diesem Buch wieder den Gehorsam, hat er das ja auch beschrieben. Also Arno Gruens Lebenswerk drehte sich ja um Empathie, Menschlichkeit, Empathie und genau, und dieses Buch wieder den Gehorsam, da beschreibt er es ja unter anderem, er beschreibt es ja immer wieder, dass die gut in das System passen, die gehorsam sind, das sind eigentlich die Kranken. Bei denen war sozusagen gewaltvolle Erziehung, in welcher Form auch psychisch, körperlich, was auch immer gewaltvoll, besonders erfolgreich dahingehend, sie so zu brechen, dass sie keine Verbindung mehr mit ihrem Selbst haben und mit ihrem Mitgefühl haben. Die größten Verbrechen der Menschheit, und das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, eben in den letzten Jahren, ne? In dieser Gesundheitskrise, sage ich mal, die größten Verbrechen der Menschheit sind im Namen des Gehorsams geschehen, dadurch, dass Leute so super funktioniert haben im System. Und das ist eigentlich das Kranke. Und nicht Das sollte eigentlich nicht normal sein. Und die Menschen, die verrückt werden, die Symptome zeigen, die wahnsinnig werden, die leiden, die haben noch einen gesunden Zugang zu ihrem Selbst im Prinzip und konnten sich nicht anpassen an das und spüren und haben noch so viel Mitgefühl, dass sie diesen Schmerz eben spüren, dass sie diese Ungerechtigkeiten spüren und dass sie sich da nicht reinpassen können, so. Genau. Aber diese Menschen werden eben von den anderen für verrückt erklärt, ne? Weil sie nicht gut ins System passen, so. Und irgend so ein indischer Philosoph, keine Ahnung, wie der heißt,
Und ich weiß auch das Zitat mal wieder nicht genau, aber der hat ja auf jeden Fall auch gesagt, es ist nichts Gesundes daran, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Das passiert allein schon in Beziehungen, habe ich auch mehr als einmal erlebt, dass wenn ich mich emanzipiert habe aus einer Beziehung, die insoweit toxisch war, als dass ich sehr stark versucht habe, mich dort anzupassen. Ich habe ja eben mit Co-Abhängigkeit und Abhängigkeit immer zu tun gehabt, auch aufgrund meiner Geschichte. Und es gab ja immer den Drang, mich zu befreien aus ungesunden Strukturen. Und wenn ich eben in die Emanzipation gegangen bin, aus einer ungesunden Struktur innerhalb einer Partnerschaft zum Beispiel, die dann eben aufgrund dieser Strukturen, aufgrund dieser Abhängigkeitsstrukturen toxisch war, dann habe ich mehr als einmal von so einem Partner gehört, dass ich irre oder verrückt oder nicht ganz sauber in der Schüssel bin. Ja, also diese Beleidigung habe ich öfter gehört. Lustigerweise, ich erinnere mich mal an eine Sache, die schon länger zurückliegt. Das war ein Mann, mit dem ich auch Kinder habe. Und der hat mich in der Trennungszeit ganz arg beschimpft dahingehend, dass ich eine super Klatsche habe, dass ich psychisch krank bin. Und komischerweise war das für ihn aber kein Grund, zu sagen, ja, dann kümmere ich mich mal mehr um die Kinder, sondern er hat mich komplett allein gelassen mit den Kindern. Er hat keine Verpflichtungen übernommen, er hat auch nicht für die Kinder gezahlt oder irgendwas. Aber er hat mir gesagt, ich wäre psychisch krank. Auf die eine oder andere Weise immer wieder hat er es versucht, mir einzureden. Wo ich auch denke, ja, wenn er das wirklich so gedacht hätte, dass ich nicht ganz sauber in der Schüssel bin, hätte er sich dann nicht eigentlich darum kümmern müssen, dass die Kinder aus meinem Einflussbereich kommen. Und da sieht man das ja schon. Das wird ganz oft einfach eingesetzt, um anderen Angst zu machen, um andere zu unterdrücken und um andere wieder zurück in die Funktion zu bekommen. Also gerade in Beziehung mit narzisstischen Wesen, ich sage es ja immer wieder, egal in welcher Form, die ein narzisstisches Verhalten an den Tag legen und aus welchen Gründen. Und da, also es muss nicht immer gleich der krasse Narzisst sein. Also Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen, die brauchen einen ja in der Funktion. So, ne? Bei denen erfüllst du eine gewisse Funktion. Die wollen ja keine Partnerschaft auf Augenhöhe, wo man sich ehrlich seine Gefühle mitteilt und wo man sich miteinander gemeinsam entwickelt und wo die Basis Liebe ist, sondern für die ist ja die Basis die Abhängigkeit und sie haben dir eine bestimmte Funktion zugedacht in der Beziehung, was auch immer das ist. Also sie haben halt irgendwas von dir, du erfüllst ihnen irgendwelche Bedürfnisse. Und so wollen sie es auch haben. Und wenn du dich daraus befreist, weil du sagst, ich möchte nicht in Abhängigkeiten leben, dann verlieren sie ja dann denjenigen, der an diesem Platz steht, der diese Funktion ausüben soll. Und dann versuchen sie dich halt zum Beispiel darüber, dass sie dir weismachen wollen, dass du nicht ganz sauer in der Schüssel bist, dass du irre, wahnsinnig oder sonst was bist, dich darüber wieder klein zu kriegen. Und das jetzt mal nur so als ein Bereich, wo das stattfindet. Aber allgemein sitzt eben diese Angst in uns. Wir könnten als verrückt gelten. Und daher zeigen wir uns dann eben oft nicht in unserer Individualität. Beziehungsweise kostet es viel Mut, sich in seiner Individualität zu zeigen. Ja, und das ist zum Beispiel ein Aspekt, warum ich das hier mache. Für meine Selbstheilung, wie gesagt, dass ich mich dem aussetze, ja, so gut wie es geht, und auch, dass ich andere dahingehend inspirieren möchte, tatsächlich echt zu sein, sich tatsächlich in ihrer Echtheit, in ihrer Individualität zu zeigen, so. Ja,
Also diese Verwechslung auch immer zu sehen, ne? Wie das kranke System uns einreden möchte, dass wir krank sind, wenn wir eigentlich heilen. Das war's für heute. Tschüss.